So, und da sind wir auch schon drauf beim Meinl VIP Talk in der Stechert VIP Lounge. Ich darf heute begrüßen unseren Abwehrspieler, unsere Nummer 2, Lasse Sobich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich wollte sagen, Lasse, steigen wir doch einfach mal beim heutigen Heimspiel gleich ein. Heute ist es endlich gefallen. Nach 368 langen Minuten, so lange mussten die Kleeblatt-Fans nämlich zu Hause warten, bis das erste Tor gefallen ist, war es dann in der 8. Spielminute soweit. Das 1:0, wie befreiend war das für euch als Spieler, wenn man aus der Presse die ganze Zeit den Heimkomplex vorgehalten bekommt, heute auch mal mit diesem gebrochen zu haben? Also ich muss sagen, dass es innerhalb des Teams gar nicht so groß aufgepusht wurde, wie es halt in der Presse der Fall war, dass wir uns da einen riesen Kopf machen, dass wir noch kein Tor geschossen haben. Wir haben alle gesehen, dass wir gut gearbeitet haben in den letzten Wochen und immer so ein bisschen einen Schritt nach vorne gegangen sind. Von daher haben wir uns eigentlich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern haben versucht, heute wieder ganz normal vernünftig zu spielen, wie wir es auch schon gegen Hoffenheim und Hamburg getan haben. Und von daher hatten wir da eigentlich oder gingen wir nicht mit irgendwelchen besonderen Emotionen in das Spiel wegen dieser Heimgeschichte. Es hat heute selbstbewusster gewirkt, es hat offensiver ausgeschaut, also man hat gemerkt, ihr wollt jetzt auch wirklich wieder mehr in der Offensive tun. Dem geschuldet ist natürlich auch die Aufstellung des Trainers, ganz klar, aber heute wäre auch ein bisschen mehr drin noch gewesen, oder? Ja, denke ich schon. Also man hat gesehen, dass wir uns richtig, richtig gute Chancen rausgespielt haben. Natürlich muss man dazu sagen, dass Bremen natürlich auch klare Torchancen hatte, aber ich denke, für unsere Verhältnisse, dass wir eher sonst ein bisschen defensiver gespielt haben und heute das alles so ein bisschen weiter nach vorne verlagert haben, kann man sagen, so ein bisschen bitter ist es schon, weil wir in der einen oder anderen Situation vielleicht das Tor machen können und dann sieht das Spiel anders aus, vor allem das Gegentor kurz vor der Halbzeit hat uns natürlich das Genick gebrochen so ein bisschen, sonst denke ich, hätten wir eine richtig gute Chance gehabt, das Ding auch zu gewinnen. Das war ja auch eine sehr unglückliche Situation. An der Stelle möchte ich doch mal einen Spieler noch in einen Spielernamen hier ins Gespräch werfen. Unseren Torhüter Max Grün. Also der hat ja wirklich mit Ausnahme der 44. Minute heute überragende Leistung gezeigt. Und es hätte auch, klar hätten wir auch gewinnen können, aber genauso umgekehrt hatte Werder sehr, sehr gute Chancen. Und es hätte auch ganz schnell ganz anders ausschauen können. Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an die Situation, wo erst Petersen aufs Tor schießt und dann Arnautovic aus, ich glaube, 7 Metern nochmal draufhaut und Max beide super pariert. Also Max haben auf jeden Fall den Punkt heute zu verdanken, aber man hat gesehen, dass Max eigentlich schon die ganze Saison überragend hält und uns die Punkte, die wir holen, hinten vor allem sichert. Und sowas brauchen wir in unserer Situation, weil jedes Spiel für uns natürlich ein Highlight-Spiel ist, wo wir, auch wenn es nur ein Punkt ist, Punkte sammeln müssen und da ist Max einfach ein super Rückhalt. Kommen wir mal wieder zu dir. Für dich vielleicht heute eher das Highlight, dass du dann eingewechselt worden bist. War es für dich erlösend, als du von der Bank weg durftest zum Aufwärmen? Es waren ja doch fiese Temperaturen. Ja, so schlimmer war, glaube ich, die erste Halbzeit, wo man nur gesessen hat und dann da gefroren hat. Aber natürlich, wenn man eingewechselt wird, ist es immer ein geiles Gefühl. Ein bisschen schade war es natürlich, dass dann die Ecke, wo ich reinkam, kurz ausgeführt wurde, weil eigentlich der Plan war, die nochmal reinzuhauen, nochmal die ganze Geschichte so ein bisschen gefährlich zu machen, aber nichtsdestotrotz bin ich froh über die Einwechslung. Da wärst du prädestiniert gewesen, mit deinen 1,96 Meter da nochmal mit dem Kopf ranzugehen, ne? Wahrscheinlich, ja. Gut, wir hatten dann praktisch nur noch 120 Sekunden das Vergnügen, dich im Spiel zu sehen. Was hat dir der Trainer mit auf den Weg gegeben? Ja, wurde natürlich nochmal erinnert an das Hoffenheim-Spiel, wo ich auch reinkam und dann in letzter Minute oder kurz vorm Abpfiff das Ding reinköpfe. Das war natürlich so ein bisschen auch der Plan, aber ich denke, insgesamt war es okay, dass wir eine 1-1 geholt haben und von daher bin ich eher auch reingekommen, nicht als Stürmer nochmal, um das 2-1 zu machen, sondern eher um die Abwehr noch ein bisschen zu stabilisieren. Ja, es kann ja auch nicht jedes Mal funktionieren, dass wir das Last-Second-Tor machen, aber mit dem einen Punkt können wir, denke ich, auch für heute zumindest zufrieden sein. Müssen wir uns jetzt zumindest damit abfinden. Du hast gerade das Hoffenheim-Spiel schon angesprochen, jetzt heute Bremen-Spiel. Es ist eine deutliche positive Tendenz erkennbar. Befreit das auch im Kopf? Ja, natürlich. Wenn man so Spiele gesehen hat zu Hause wie gegen Düsseldorf, da ist natürlich auch die ganze Trainingswoche dann so ein bisschen fokussiert darauf und weiß, okay, wir haben echt ein schlechtes Spiel abgeliefert. Und wenn dann solche Spiele wie jetzt und letzte Woche gegen Hoffenheim passieren,
da ist einfach die ganze Mannschaft heiß im Training, weil sie weiß, okay, wir können am Wochenende wieder Punkte holen, wir sind gut genug, wir können in der Liga mithalten. Und von daher ist es heute wieder so ein Moment, okay, Werder Bremen ist eine Top-Mannschaft von herausragenden Spielern. Und da haben wir einen Punkt geholt, von daher ist alles gut bei uns und wir sind wieder heiß auf die nächste Woche. Heiß müsst ihr auf jeden Fall auf die nächsten Wochen sein, denn da müsst ihr ein wahres Feuer abbrennen. Die Herausforderungen sind dir schon sehr groß. Als nächstes eine in dieser Saison sehr überragend spielende Eintracht Frankfurt. Also ein Team, was doch sehr überraschend hier oben an der Tabelle steht. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor und haben wir da eine Möglichkeit, einen Punkt mitzunehmen? Ja, also ich denke, unser Ziel ist es nicht, dass wir da irgendwie mit leeren Händen oder nur mit einem Punkt rausgehen, sondern viele Spieler haben ja letzte Saison schon in der zweiten Liga gespielt, von der Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht. Und da hat Fürth auch immer gut ausgesehen. Von daher denke ich, ist auch, wenn Frankfurt jetzt ziemlich weit oben steht, trotzdem das Ziel, dass wir da 3 Punkte mitnehmen und uns nicht verstecken. Auch Frankfurt hat viele Neuzugänge eingekauft und dass sie sich jetzt so gut gefunden haben, ist natürlich deren Glück. Aber wenn man die so ein bisschen innerhalb eines Spiels auch in Bredouille bringt, denke ich mal, kann dann so ein Spiel auch ganz schnell umschlagen und am Ende können wir dann als Sieger rausgehen. Naja, also einen Punkt können wir mitnehmen, überall mindestens. Und vielleicht klingt uns ja der Coup gegen Frankfurt. Dann Borussia Mönchengladbach zu Hause wieder. Was erwartet uns da? Ja, ich denke mal, jetzt wird es Zeit für den ersten Heimsieg. Und Gladbach ist auch nicht gut in die Saison gestartet, haben viele Negativerlebnisse gehabt. Und wir sind eher so, würde ich sagen, in einer Situation, wo es ein bisschen bergauf geht. Und von daher wird es natürlich wieder ein schwieriges Spiel, weil Gladbach natürlich letzte Saison gezeigt hat, dass sie eine eigene Klasse haben. Aber sie sind auch spielerisch eher eine Mannschaft, die spielerisch alles lösen will. Und ich denke, das liegt uns ganz gut, weil wenn wir mit unserem Kampf und unserer individuellen Klasse dagegen halten, haben wir gute Chancen. Ja, diese Klasse habt ihr heute definitiv wieder aufblitzen lassen. Also ein paar Fanreaktionen waren ja durchaus wie, ja, heute haben sie mal wieder gespielt wie in der letzten Saison. Forsch nach vorne, weniger Respekt vor dem Gegner. Und ich glaube, das haben die Fans ja auch im Nachgang sehr, sehr gut gezeigt, was sie von dem Spiel heute gehalten haben. Die haben euch ja fast gefeiert, als hättet ihr gewonnen. Ja, das war richtig geil. Also als ich eingewechselt wurde, habe ich natürlich das erste Mal mitbekommen, wie es dann auch ist, angefeuert zu werden, wenn man auf dem Platz steht. Und das war schon sensationell, wie die Kurve dann abging. Und nach dem Spiel war es halt wirklich so, wir haben einen Punkt geholt, aber es wurde gefeiert, als hätten wir 3-0 gewonnen. Dann warte erst mal ab, was dich erwartet im Derby. Der erste FC Nürnberg hier bei uns zu Gast. Zuerst das Heimspiel. Wirft das schon seine Schatten voraus, auch in der Mannschaft? Wird da schon drüber geredet? Nee, eigentlich noch gar nicht. Bei uns ist es halt wichtig, dass wir wirklich auf jedes Spiel gucken, weil jedes Spiel für uns, egal gegen welche Mannschaft aus der Liga, extrem schwer ist. Ich habe natürlich so ein bisschen gehört von den letzten Derbys oder im Pokal, wie es da zur Sache geht. Solltest dich mal mit Edgar Pripp unterhalten. Habe ich und der ist natürlich, wird da natürlich sehr gefeiert, wie ich schon gehört habe. Aber wir gucken jetzt erstmal aufs nächste Spiel und wenn dann das Derby ansteht, dann ist die Mannschaft, glaube ich, umso heißer. Ausnahmezustand. Vielleicht noch eine Frage zum Derby. Der Club hat heute gegen Schalke wieder verloren. Wie problematisch wird das für die eigene Ausrichtung auf so ein Spiel hin, wenn es dann... Man weiß es ja nicht. Ich meine, Felix Magath auch ein bisschen überraschend gegangen, / worden. Was wäre denn, wenn jetzt bei den Gästen aus der Nachbarstadt plötzlich der Trainer geht? Wird es dann schwieriger, dieses Spiel einzuschätzen? Wolfsburg hat ja heute ein deutliches Zeichen gesetzt nach dem Trainerwechsel. Ich glaub eigentlich nicht, weil in so einem Derby wissen die Spieler auf dem Platz, worum es geht, worum es für die Fans auch geht. Und ich glaube, da ist es fast egal, welche Mannschaft auf dem Platz steht, wie der Trainer aufstellt, weil alle Beteiligten wissen, heute geht es nur mit 120%. Und von daher, glaube ich, kommt es da gar nicht so drauf an, was die Ausrichtungen sind, sondern dass da Spieler drin sind, die diese Derbys schon mal gespielt haben und wissen, was das bedeutet für den ganzen Verein und für die ganzen Fans. Und von daher, glaube ich, ist das nicht so die Problematik mit dem Trainer. Du bist eigentlich unter Vertrag bei Borussia Dortmund, dann ausgeliehen worden zu St. Pauli, jetzt ausgeliehen zu Fürth. Was sind deine persönlichen Ziele hier in Fürth?
Ja, ganz klar natürlich mit der Mannschaft, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Das ist das ganz große Ziel innerhalb des Vereins. Und für mich persönlich natürlich, dass ich mehr Spielminuten bekomme, dass ich irgendwann die Chance bekomme, von Anfang an zu spielen. Dafür versuche ich im Training alles zu geben und wenn ich ein paar Minuten reinkomme, weil ja, ich kann mich auch nur zeigen durch Spielminuten und da hoffe ich einfach dann, dass es da auch ein bisschen bergauf geht. Hoffst du dann auch auf einen Einsatz entsprechend gegen Borussia Dortmund? Das wäre natürlich... Oder wird das für dich dann eine ganz harte Nummer? Nein, also das wäre das absolute Highlight, glaube ich, für mich in dieser Saison. Das wäre für mich mein persönliches Derby, wenn ich das so sagen kann, weil in Dortmund zu spielen, das ist ja das erste, das Hinspiel ist ja in Dortmund. Das wäre natürlich für mich das Allergrößte, da vor den Fans zu spielen in dem Stadion gegen meinen alten Club. Kurze Frage, du bist jetzt schon in Fürth, denke ich, ganz gut angekommen. Wie gefällt es dir hier? Ja, ich habe es mir ausgesucht, weil ich vorher auch oft mit Basti Turalla gesprochen habe, mit dem ich bei Dortmund schon zusammengespielt habe. Von daher habe ich schon so ein bisschen Einblick bekommen, bevor ich überhaupt hier hingegangen bin. Aber eigentlich hat sich alles bestätigt, alles eher ein bisschen ruhiger als zum Beispiel in Hamburg letztes Jahr. Und einfach innerhalb der Mannschaft passt, weil wir uns gut verstehen. Und von daher bin ich ganz zufrieden mit Fürth. Lasse, eine letzte Frage noch. Auf welchem Platz stehen wir am Ende der Saison? Auf dem 14. Das ist auf jeden Fall ein positives Ziel. Also darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben natürlich auch heute wieder einen ganzen großen Stapel Autogrammkarten dabei. Also wenn denn noch Autogramme gewünscht sind, haben wir jetzt im Anschluss die Möglichkeit. Und Lasse, wir brauchen dich nochmal für einen kleinen PR-Act. Und zwar darfst du auf unserer Meindl-WIP-Talk-Wand natürlich auch noch unterschreiben, jo. Bevor wir dann zu den Autogrammen kommen. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie mit dabei waren hier in der Stechert-WIP-Lounge beim Meindl-WIP-Talk. Wünsche Ihnen jetzt auf diesem Wege ein schönes Wochenende. Besten Dank an dich, Lasse, dass du dir Zeit noch genommen hast. Danke auch. Tschüss.